Das Fairhaven Sommerfest. Das Fest ist heute. Gehe zum Marktplatz. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ich muss mich natürlich wie immer erstmal um mein ganzes Kraut und Rüben sozusagen hier kümmern. Also um alles, was ich hier angepflanzt habe. 13 Tage braucht die Maulbeere. Ach du Schande. Aber die müssen wir nicht gießen, so wie es aussieht. Also beim letzten Mal konnten wir die schon nicht gießen. Also sprich gestern im Spiel. Und ja, jetzt können wir die wieder nicht gießen. Aber gut, immerhin haben wir die Möglichkeit, dass wir sie ja eingepflanzt haben und dass wir da hoffentlich regelmäßig was von nehmen können. Ich bin mir nicht sicher. 30 Minuten. Dann gucken wir nochmal kurz, ob wir... Habe ich die jetzt schon gegossen? Die hatte ich jetzt gegossen, ja. Ob wir Kitty noch streicheln können? Genau. Können wir... Oh, such a pretty girl. Jo. Eine Grille und Katzenfell. Ja, das ist doch schön, wenn man solche Katzen hat. Als Haustier in Anführungszeichen. Dass man solche Sachen dann auch bekommt. Da würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz in den Wald noch. Wahrscheinlich sind die alle beim Fest. Hoffe ich zumindest, dass auch die neue mit dabei ist. So, ist jetzt schade, dass ich jetzt das eine vor dem Fest... Da war irgendeine Aufgabe, dass ich das vor dem Fest nicht mehr machen konnte. Aber, naja. I found something. A recipe. Von, oh Gott, Zeytun Barvade. Marinierte Oliven. Okay. Warum schreibt man nicht einfach marinierte Oliven? Nein, 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 lass los. Lass los. Sprech mit ihr. Oh. My mom's been calling me every week lately. I want to pick up, but then I hesitate so long the phone stops ringing. Every week, li, 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 li. Das hat sich jetzt gerade seltsam angehört. Okay, haben wir hier noch eine Blume? Ah ja, hier unten ist noch eine. Die nehmen wir natürlich auch direkt mit. So. Können wir hier oben eigentlich auch nochmal eben schnell gucken. Ich werde jetzt heute ausnahmsweise mal nicht angeln, weil ich erstmal gucken will, dass... Ja, ich wusste, da ist noch was zum Auskramen. Weil ich erstmal gucken möchte, ob ich denn die Sachen in der Mine noch bekomme. A recipe. Ein neues Rezept für italienische Wurst. Ich wollte gerade Bratwurst sagen. Okay, die Sachen können wir auch noch nicht pflücken. Das dauert aber mehr, glaube ich. Also länger als 3 Tage. Ich denke mal, das dauert so 4 Tage oder so. Also zumindest kam es mir jedes Mal länger vor. Hier vorne ist nichts. Okay. Dann gehen wir mal runter. Dann holen wir uns noch die Erde. Weil da brauchen wir ja ganz, ganz viel von. Und da wir ja leider nicht die Möglichkeit haben, jetzt im Moment die Komposte da aufzustellen. Also neue Komposthaufen. Ja, müssen wir uns das leider extremst mühsam erspielen. So, und das nächste. So, genau, meine Küken bzw. Hühner, meine Tiere generell, die müssen ja noch gefüttert werden. Und die muss man lieb haben. Komm mal her, lass dich tätscheln, kleines Küken. Nugget, glaube ich, habe ich dich genannt. Ja, genau, Nugget. So, das Ei können wir auch. Was denn? Ganz aufgeregt oder was? Dich muss ich auch noch tätscheln und, also eigentlich streicheln. Und füttern. Dich, habe ich dich schon gefüttert? Oder hast du jetzt das Futter mit abbekommen von dem anderen oder wie? Oh, das können wir direkt mal mitnehmen hier. Ach, jedes Mal, wenn ich weiterlaufen will, ist wieder was anderes hier. Den kann ich auch mitnehmen. Der ist klein genug. Perfekt. Wo ist denn unser Kälblein? Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Butterblume, genau. Ach, guckt euch doch mal dieses niedliche Gesicht an. Ich muss davon mal einen Screenshot machen. Das sieht so genial aus. Hast du dich schon mit den Mäusen angefreundet, Butterblume? Die sind sehr nett. Die laufen nur immer ein bisschen zu viel im Weg rum. Also man läuft immer Gefahr, dass man aus Versehen drauf tritt. Aber ansonsten sind die sehr nett. Ich lasse dir mal das Tor offen. Nein, natürlich nicht. Wo ist denn... Ach so, das Fest, das war unten am... Dings, am Wasser, ne? Ach
so, habe ich hier jetzt schon geguckt? Ich bin so aufgeregt gerade. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich schon gemacht habe und was nicht. Okay, das haben wir auf jeden Fall noch nicht durchforstet hier. Aber so besonders viel ist hier auch nicht. War da oben jetzt gerade noch was? Nee, doch nicht. Das war der Vogel, den ich gesehen habe. Naja, gut. Okay. Jetzt wächst hier auch schon wieder alles zu, bevor ich da irgendwas bauen kann. Junge, Junge. Aber gut, ich bin total aufgeregt. Ich habe jetzt eine Kuh, ich habe jetzt zwei Hühner. Thomas ist auch nicht da, der ist schon zum Fest, so wie es aussieht. Na gut. Ich hoffe, ich treffe die jetzt wirklich alle da. War das jetzt... Nee, das war bei dem anderen, das war nicht hier. Aber ja, gucken wir trotzdem noch mal kurz. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir irgendwelche Muscheln oder irgendwas. Oder Bananen. Bananen diesmal nicht, so wie es aussieht. Nein, okay. Ich weiß gar nicht, was mit dem Fest eigentlich ist. Wo machen die denn ihre Verkaufsstände überhaupt? Das machen die doch nicht alles da unten am Strand, oder? Bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Hier ist auf jeden Fall das große Feuer, wofür ich ja fleißig gesammelt habe. Thomas, irgendwie ist hier noch nichts mit Fest, oder? I've always appreciated watching Kai surf. He's a simple man who enjoys nature for what it offers. That is something I understand. Hm, das ist auch was Gutes. Ja, ein paar Algen können wir noch mitnehmen. Theoretisch könnten wir jetzt auch noch angeln, aber was ist hier mit dem Feuer? Moment, ich guck mal eben nach. Fairhaven ist heute. Ach so, geht zum Marktplatz. Ach so, dann gehen wir wahrscheinlich alle zum Feuer oder so, nehme ich mal an. Nebenbei bemerkt, wo ist denn überhaupt der Marktplatz? Ich habe doch keine Ahnung. Ich denke mal, mit Marktplatz meinen die wahrscheinlich... Ja. Das, wo die Statue ist oder so vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe mal, dass die anderen da sind. Ah ja. Das Fairhaven Sommerfest. Genieße... Das Fest. Sprich mit Bürgermeister Soft, wenn du bereit bist, die abendliche Feier am Strand einzuleiten. Also, mit anderen Worten, mit ihm nicht sprechen, wenn ich hier noch nicht fertig bin. Also, Bruno. Happy Summer Festival. I love a good celebration. Bruno, hast du auch einen Schluck auf oder hast du einfach nur einen sitzen, alter Mann? Hallo? Having fun, Kim? Yep, there's nothing I love more than forced communal merriment. Ja, ne? Sehe ich genauso. Happy Summer Festival Day! Of course, I like the winter one better. Well, there's no mistletoe in summer. Okay. I don't venture into town too often, but days like these, well... I think it's worth the noise. Also was ich wirklich sehr toll finde, dass die Leute hier alle so schön auf dem Präsentierteller stehen. This festival is so fun. It's fine, I guess. You should have been here when my dad was mayor and my mom was captain. That was a slamming party. Das glaube ich ihr sogar aufs Wort. Okay. Stell dich doch nicht vor den armen Shelby. Er sieht doch nichts mehr. I love a good bonfire. Just staring into the fire and thinking about, like, deep stuff about life. So, so, tiefsinnig, ja? Okay, ich vermisse aber Wesley, den habe ich doch nicht gesehen. Erdbeeren. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Whoa. Angus, that really is a huge strawberry shortcake. Thanks. You get extra since you helped. Although, Cameron has been telling us that we really shouldn't celebrate the summer festival, since it's a folk tradition. He says old superstitions block our way to the summit. Maybe this will be my last year. Ganz ehrlich, wen interessiert das, was Cameron sagt? Shortcake sorgen. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du drei Stücke sogar. Ich werd noch mal richtig dick, wenn ich die alle esse. Ja, perfekt. Dann fangen wir erstmal hier an, würde ich sagen. Arbeiten wir uns so ein bisschen durch. Funny custom, a summer festival. But then all holidays are relics of a superstitious, more primitive past. The cake is good, though. There's cake? Where?
neben dir, du Trottel. What a great tradition this is, Lena. Yes. I like to think my ancestors would be pleased that we haven't forgotten them. Okay, ich gucke immer noch mit einem Auge, aber ich sehe ihn immer noch nicht. I can't wait to see the bonfire, Sophia. I know. It's even bigger than the one Vanessa put together last year. Not that it's a competition, but if it was, I would win. All thanks to your help. Ja, gerne, gerne. Do they have a summer festival in Milkwater too, Vanessa? Yes, but it's far less charming. There's a big parade and a carnival. Just a loud mess, really. Excited for the festival, Amira? I suppose. I just hope Damon is sparing with the libations. I don't have enough burn cream if too many people get close to the bonfire. Ja, es tut mir leid, ich konnte dir auch leider noch nichts bringen. Oh. Ach ja, stimmt, da konnten wir ja auch noch mal probieren. Woohoo, Summer! Who wants some wheat ale? Fine day, eh, Parker? Always is. Sad that all that perfectly good wood will be going up in smoke, though. Ja, ich hätte mir davon auch lieber was bauen lassen wollen, aber geht leider nicht. Here's some popcorn. No butter, and we ran out of salt. It's great. Thanks, Thomas. Die geile Butter und Salz ist auch nicht mehr da. Hopfen und Mais verloren. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du 3x Popcorn. Sehr schön. Ja, geil. Dankeschön, Dankeschön. Having a good day, Sebastian? Hurt you! Ugh. Gesundheit. My sister made me help her haul over all the sunflowers this morning. I'm gonna be sneezing all day. Ja, doch nicht von Sonnenblumen. Sonnenblumen sind schön. Enjoying the festival, Francis? I'll enjoy getting my partner back. He's been coming home in a cloud of powdered sugar every night. Kann ich mir gut vorstellen. Violet's incredible with herbs. Whenever she visits me, she points out all sorts of weeds right outside my door I can turn into tea. Mhm. So, mit dir haben wir gesprochen, mit dir noch nicht. Oh, I love summer festivals. Pics of bonfires always blow up on social. Was mit euren Limonadenstand hier? Uh-oh. I have seen that look in your eye before, Finn. It's nothing. I just put shaving foam instead of whipped cream on the mere slice of cake. Nicht lustig. Hi, Emmy. Had some popcorn? No. Just 3 pieces of cake and some s'mores. Summer festival is the best! The best! Whee! Okay. Why can't we have the summer festival inside Kim's store? They keep the AC blasting. The butcher shop is the most interesting place on the island anyway. Ja, für Leute, die vielleicht mal Leichenbestatter oder sowas werden wollen. Das kann natürlich gut sein. Okay, da hinten ist jetzt wahrscheinlich keiner mehr, weil die alle hier sind. Kann ich jetzt schon zum Grab gehen? Ich bin mir nicht sicher. Nach dem Motto, das ist so ein tolles Fest, Oma, wenn du das sehen könntest. Nee, anscheinend nicht. Vielleicht am nächsten Tag, da müssten wir mal drauf achten. Das würde mich echt mal interessieren. Und ich habe gerade eine schlechte Nachricht bekommen, nämlich, dass der Elektriker da ist und es sein könnte, dass es gleich laut werden würde. Ich hoffe nicht. Deswegen werden wir... Oh, wir gucken aber nochmal eben schnell, ob der Wesley hier vorne sitzt. Nee, diesmal nicht. Das heißt, wenn ihr einen Cut miterlebt, dann seid bitte nicht böse auf mich. Dann muss ich das Ganze schneiden, weil es tatsächlich zu laut geworden ist.
Well, isn't everyone just having the grandest time? Do you think it's time we head to the beach for the nighttime celebrations? Okay, let's all head to the beach. Yeah. I won't lie. It's a bit distracting having Angus's bakery right next to Town Hall. The smell of that strawberry shortcake keeps wafting over. So, das heißt, ich muss jetzt selber dahin laufen, oder wie? Na toll. Kommen die denn wenigstens alle mit? Das will ich doch hoffen. Ah, okay. Hi, everyone. I'm so glad you could all be here. There's one thing I want to say before the party really gets started. Every year, the captain of the summer festival crowns a summertide star. The star is someone we want to feel special and appreciated. So, this year, I wanted to crown someone who's only been with us a few months, but has already been through so much on Fairhaven. Tara, you will always be welcome here. And I'm making you the Summertide Star so you'll never forget. Oh, Sophia, that's so sweet. Even though Hazel's passed, we're all still here for you. Let's get a round of applause for Tara Wild, our Summertide Star. Now, go on. Take your seat and enjoy yourself. Time to light this thing. Oh, I'm so excited. Thank you, Sophia. Gosh, what a blaze. That's very on fire. Is a bonfire supposed to be that big and, fiery? In any case, I'm so proud of this community for coming together for yet another wonderful summer festival. Ah, it's hard to follow in Mrs. Soft's shoes. Oops. What the what? Did I fall and it hit my head? Ah! A human! Oh, ah! Tara Wild? Is that you? Yes. But who are you? You're familiar, but I can't. Oh, buckles and buttons! It sure is Tara! Ariel, if this is a prank, I'm going to blast you. You think I did this? I like a good joke, but I know the rules. Witch, what have you done? I didn't do this, I swear! Sophia just named me the Summertide Star, and I ended up here. No. We haven't called a Summertide Star here for generations. The townspeople forgot us long ago. Teleportation magic is advanced. It's not something a new witch could know. But if she didn't send herself here, then who? Again! What? Who were those people? Were they even people? I don't think anybody saw. Otto is still talking. Did time even pass here? And I would like to say one more thing. We must remember that we must all unite to keep Fairhaven safe. And that is why I am announcing the founding of the Fairhaven Culture Committee. The Fairhaven Culture Committee will preserve our history and champion our unique culture and values. Whose history? Whose culture? Well, I've run my mouth long enough. May the rest of the summer be bounteous, friends. I'd better go see if the coven knows anything about whatever just happened. Now the sun begins to wane. We celebrate nature's gifts and ready ourselves for the harvest. Farseer, you know the fae folk you keep mentioning? I think they teleported me to their magical village in the middle of the summer festival. Could be. I expect they liked your gifts. One of them was short, with pink hair, and another one was covered in fur. The third had, I can't believe I'm saying this, backwards feet. What was that place? On some nights, the walls between the worlds become thin. There's more than one world? Shh.
you won't be able to journey back there the same way again. Well, how can I get back there? By boat would be the proper way. But I don't have a boat. Of course you do. In the lake by your farm. It was Hazel's, and bonded to her Aunt Vivian afore her. Always been there. You just didn't have eyes to see. Das Fairhaven Sommerfest Aufgabe abgeschlossen und ich bin gerade sowas von... Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade so auf Wolke 7 am Schweben. Klar, Schiff machen. Such in der Nähe deiner Farm nach einem Boot. Oh mein Gott. Did your friends like the milk and honey? Didn't ask. Can't be bothering them for compliments. Oh, here's something for your troubles. 240 Gold. Das ist doch klasse. Make sure you use the right ingredients for your incantations. Wouldn't want you to accidentally give everyone in town bunny ears. That is not something I could actually do, right? We'll see. Okay, ich denke mal, von den anderen kommen keine neuen Sprüche mehr, oder? Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Schau mal trotzdem noch mal kurz nach. Who are you really? Persist in your studies with the coven and you will know one day. Ja, aber bei der einen, da habe ich ein ganz, 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 ganz It took große... me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Also ich glaube wirklich, ich weiß, wer es ist. Das Problem ist, wir müssen halt noch diesen Tee oder was das ist. Your grandmother never approved of the masks outside of rituals. She wasn't really the shrinking violet type. And I suspect you're not either, are you? Wie war das jetzt? Wenn man... In der Nähe meiner Farm. Die Farm ist aber da oben. Man kann aber auch wirklich nirgendwo draufklicken oder so. Also die Farm ist hier oben. Da in der Nähe soll ein Boot sein. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ja, dass das nur hier unten irgendwo sein müsste. Hier ist auch ein Boot, aber ach so. Aber das können wir nicht benutzen. Aber das ist, glaube ich, das Boot von dem einen gewesen. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Sollte ich wirklich noch irgendwas finden, dann werde ich euch natürlich sofort hinzuholen. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns... Ich kann da gar nicht durchlaufen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Tag abschließen werde. Bis gleich. Tatsächlich. Hier oben direkt ist ein Boot. Was allerdings kaputt ist. When did this get here? Eyes to see. Maybe when I visited that strange place, the veil hiding this boat was lifted. Yeesh. Is she even seaworthy? I better fix it up before trying to sail anywhere. Sehr schön. Eine Aufgabe, wobei Silber auch drin ist. Oh, aber ich wollte ja sowieso in die Mine gehen, also ist das Ganze nicht so schlimm. Ja, ich bin ehrlich gesagt jetzt tierisch aufgeregt. Nichtsdestotrotz müssen wir leider, leider ins Bett. Wir könnten allerdings noch mal ganz schnell ein paar Fischstäbchen vorher machen. Und so, die. Ich glaube, die anderen haben wir sonst nicht mehr, ne? Na, da gucke ich gar nicht erst nach. So, ich würde sagen, Tintenfisch mache ich generell mal zu Tinte. Also alles, was ich habe. Nee, Moment, das ist ja auch gar kein Tintenfisch. Hä? Moment, ich habe doch den Tintenfisch auch für die Tinte benutzt, oder nicht? Ich habe den doch für irgendwas... Hä? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, den können wir nochmal machen, belebenden Trank. Aber ja, ich weiß. Da brauchen wir Papier, haben wir rote Farbe, haben wir Kupferessenz, brauchen wir dafür nochmal. Ich glaube, wir haben aber keine. War das jetzt? Nee, das war Knochenmehl. Pulver, Kupfer, Kupferessenz. Nee, das war hier drin. Ah, ja, okay. Doch, wir haben, ach ja, wir haben so viel Kupfer, genau. Okay, dann haben wir schon mal Kupfer aufgesetzt.
Und den Rest haben wir. Dann können wir den Glaskugeltrank demnächst benutzen. Das ist natürlich klasse. Hier könnten wir auch nochmal Ernteschubtrank auch nochmal was herstellen. Vielleicht können wir das ja auch anwenden. Wunderwuchstrank. Um Wachstum zu beschleunigen. Na gut, aber das braucht auch Erde. Die Erde benötigen wir natürlich selber. Ne, ich würde sagen, dass wir dann erstmal nochmal hiervon einen Trank herstellen. Ja, wunderbar. Bevor es jetzt doch noch ganz laut wird hier, verabschiede ich mich mal ganz schnell von euch und sage bis zur nächsten Folge. Ciao! Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.